deine Ziele und Träume planen, deine Neujahrsvorsätze vornehmen. Heute erzähle ich dir im Raumtalk, warum du davor eine Raumanalyse machen solltest. Bleibe dran! Hallo und herzlich willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Ich erzähle dir hier jede Woche, wie du mit einfachen Maßnahmen deine Räume glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen näher kommst. Ja, Ziele und Träume. Wir sind jetzt, wenn du live hier dabei bist, wenn dieser Raumtalk erscheint, fast am Ende von 2017 und wir schauen schon mit einem Blick ins neue Jahr, in unser Jahr 2018. Und da geht es natürlich auch um die Ziele, um die Träume. Was soll sich verändern im nächsten Jahr? Was soll neu ins Leben kommen? Welche Neujahrsvorsätze wird es auch geben? Und ja, wir überlegen die und ich empfehle dir, da auch deine Räume anzuschauen. Eine Bestandsaufnahme zu machen, bevor wir dann im zweiten Schritt auch diese neuen Überlegungen, die Ziele in die Räume bringen. Aber bevor wir das wirklich tun können, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir überhaupt wissen, wie sind jetzt unsere Räume, welche Ziele unterstützen die und welche eher weniger. Und wie wir da vorgehen, das erzähle ich dir heute in diesem Raumtalk. Wir haben jetzt in Kürze am 12. Dezember meinen wunderbaren Workshop, wo es darum geht, alle unsere Räume ja, bereit zu machen fürs Neue, ihnen zu sagen, was sind meine Ziele und Träume. Und bevor wir damit starten, müssen wir natürlich wissen, wie ist der Ist-Zustand und wo können wir hier noch was zu verändern. Und das ist so, so wichtig und das mache ich bei all meinen Beratungen und in all meinen Programmen. Schauen wir an, wo geht es hin, wo möchten wir noch etwas verändern. Und ich habe dafür ein Tool für dich vorbereitet, das sogenannte Rad deines Lebens. Und du kannst dir dieses auch holen unter den Shownotes zu dieser Folge auf www.mariahusch/Raumanalyse und dort findest du das zum Ausdrucken und kannst es selbst für dich machen. Dort findest du auch die Anmeldung für meinen wunderbaren Vision Board Plus Workshop. Es gibt nur begrenzte Plätze, also hol dir da einen und sei auf jeden Fall dabei, weil dann dort schauen wir dann, was können wir damit machen? Und wie können wir genau deine Ziele und Träume in die Räume bringen? Und wir werden auch dort starten mit dieser Analyse, mit dem Rad deines Lebens, das du vielleicht kennst und schon mal gemacht hast, aber was wir erweitern um das Rad deiner Räume, wo wir eine Ist-Analyse deiner Räume machen. Und du kennst vielleicht dieses Rad mit den verschiedenen Bereichen, die so in unserem Leben sind, wie Gesundheit, Erholung, dann die Familie, dann auch Beruf und Karriere natürlich, dann das Ich, wie viel Zeit nehme ich mir für mich selbst und für meine Weiterentwicklung. Dann geht es natürlich um den Bereich Partnerschaft, Freunde, Beziehungen, sonstige Kontakte, die wir haben, Geld und Finanzen darf auch nicht fehlen und auch die Spiritualität. Und da kannst du mal selbst vom Gefühl und mach das durchaus rasch den Check machen. Die unterschiedlichen Bereiche, wo stehst du da derzeit? Ja? Ziel ist natürlich, dass wir möglichst hier weit außen sind. Also wenn du sagst jetzt zum Thema Gesundheit und Erholung, ja, ab und zu nehme ich mir Zeit, aber ich könnte eigentlich viel gesünder essen und mehr Sport sollte ich auch machen. Also derzeit läuft es nicht so gut. Dann machst du eher hier innen ein Kreuzchen, wenn du sagst, Gesundheit, Erholung, das ist mein Topgebiet. Da bin ich so wirklich gut, da bin ich zufrieden mit dem, was ich erreichen möchte, dann eher außen. Wenn du sagst, Familie, ja,
Das hat volle Priorität. Familienleben ist wunderbar. Mit meinen Kindern, aber auch mit der Herkunftsfamilie. Dann ist das vielleicht außen. Beruf, Karriere, wie läuft es da bei dir? Und da brauchst du dich nicht vergleichen mit anderen. Ganz klar, wenn du dich mit ganz berühmten, großen Leuten vergleichst, dann wird das immer irgendwo da drinnen sein. Ganz egal, wer die Vorbilder in deinem Bereich sind, in deiner Firma, wo du arbeitest. Aber vergleich das mit dem, was für dich ja, so die Möglichkeit ist, was jetzt das Ziel ist. Wenn du sagst, ja, eigentlich in diesem Jahr habe ich viel geschafft, ich fühle mich erfolgreich, ich bin meinen Weg gegangen, es kann zwar noch mehr werden, dann wird das auch irgendwo hier sein. Wenn du gar nicht zufrieden bist mit Beruf und Co., natürlich ganz innen. Wie steht's mit dir selbst? Wie viel Zeit nimmst du dir für dich, für deine Dinge? Ja, sagen wir mal, das ist so halb-halb. Beziehung. Wie geht's in deiner Beziehung? Wie läuft's da? Hast du eine Beziehung? Bist du da zufrieden? Könnte das besser sein? Wie auch immer. Freunde. Sonstige Beziehungen mit anderen. Ja, mit deinen Kollegen. Mit deinem Umfeld. Wie läuft es da in diesem Bereich deines Lebens? Und wie ist es mit dem Geld und den Finanzen? Bist du im Geldfluss? Fühlst du dich im Geldfluss? Oder kämpfst du permanent mit deinen Finanzen in deinem Kopf? Permanent auch die Gedanken, das könnte wirklich besser sein. Ich nehme jetzt hier nur Dinge an, du machst das für dich. Und wie sieht es aus mit deiner Spiritualität? Ja, wie auch immer du die lebst, wie sehr bist du auch verbunden mit dem Höheren, was dich auch ausmacht? Ja? Kannst du selbst auch einschätzen. Und es ergibt sich dann, wenn du das verbindest, eine Form für dich. Und ja, die hat natürlich hier einige Ecken und Kanten. Ziel ist natürlich, dass wir einigermaßen hinauskommen und du kannst dir hier überlegen, welche Bereiche möchtest du im nächsten Jahr verändern. Und jetzt kommen wir aber zum zweiten wichtigen Schritt der Raumanalyse. Und da geh wirklich durch deine Räume. Wie sind diese einzelnen Bereiche in deinen Räumen sichtbar? Und das weicht oft ab, aber sehr, sehr oft sind die Dinge, die gar nicht gut laufen, sehr, sehr wenig sichtbar in deinen Räumen. Und das ist genau das, wo wir gemeinsam beim Vision Board Plus Workshop, bei meinen Beratungen und ansetzen, dass wir schauen, wie sehr sind diese Bereiche sichtbar. Wie machst du das jetzt? Du gehst durch deine Räume und du kannst durchaus eine Runde machen mit all diesen einzelnen Bereichen. Wie gut ist Gesundheit und Erholung sichtbar? Sind deine Sitzplätze, deine Erholungsplätze, dein Bett im ersten Blick sichtbar? Ist das so richtig gemütlich? Ist gesunde Ernährung in der Küche sichtbar? Hast du deine Sportsachen heraus oder sind die irgendwo verstaubt? Und du kannst hier mit einer anderen Farbe auch hier dein Kreuzchen machen. Das Gleiche, deine Familie. Gibt es da Bilder von der Familie? Wie viel ist die Familie sichtbar? In vielen Familien ist die durchaus sehr, sehr stark sichtbar. Beruf und Karriere. Da geht es natürlich auch um deine Privaträume. Und ja, vor allem wenn du selbstständig bist oder in leitender Position, dann ist immer ein Stück weit auch der Beruf im Zuhause sichtbar. Deine Berufung in der Fachliteratur, vielleicht auch in den Stiften, die du verwendest, in den Blöcken, die du verwendest von deinem Unternehmen. All diese Dinge und da kannst du schon schauen, wie ist das? Du selbst als individuelle Person, nur du. Gibt es Plätze, wo nur du Dinge hast, die dich wirklich stärken, wo du als Person sichtbar bist, wo deine Hobbys sichtbar sind, deine Vergangenheit?
wirklich deine, nicht die deiner Familie oder deiner Beziehung. Wie gut ist das sichtbar? Gibt es in vielen, vielen Wohnungen Aufholbedarf für die Plätze, wo wir selbst sichtbar sind. Wie ist das mit der Beziehung? Jetzt wirklich Beziehung. Da schau natürlich vor allem auch in den Schlafzimmer. Wie viel Beziehung ist dort sichtbar? Wie viele Bilder gibt es? Wie viele gemeinsame, wunderbare Erinnerungen? Und zwar wirklich als Beziehung und nicht als Familie, wo auch Kinder und Co. drauf sind. Wie viel ist davon in deinem Zuhause sichtbar? Gleiches, Freunde, gibt es genug Platz für, um Freunde einzuladen? Können die kommen? Gibt es Gegenstände, die du von Freunden bekommen hast? Sind Bilder von anderen Menschen sichtbar? All diese Dinge kannst du dir anschauen. Geld und Finanzen, wenn du durch dein Zuhause gehst, wie viel lässt dich reich und im Geldfluss wirken und wie viel eher arm? Und ja, sind kaputte Dinge, sind viele Dinge, die nicht passen, die dich arm fühlen lassen. Nimm das auf. Spiritualität, ganz klassisch. Es gibt auch Haushalte, wo Spiritualität extrem sichtbar ist. Ja? Vielleicht auch ein altes Beispiel, aber du kennst sicher so Beispiele, wo an jeder Ecke ein Kreuz und eine Marienstatue ist. Ja? Das ist möglicherweise sogar dann irgendwann in all den Bereichen ist es möglich zu viel, ja, und hält dich auf, dass die anderen in Schwung kommen. Nimm das auf jeden Fall auf und auch die kannst du verbinden. Und im nächsten und letzten Schritt kannst du dir überlegen, was kannst du in den Räumen tun, um hier ein bisschen hinauszukommen. Weil meistens ist es die viel, viel einfache Möglichkeit und das ist eigentlich die Zusammenfassung all meiner Raumtalks-Artikelprogramme und auch des Vision Board Plus Workshops. Wir wollen die Themen, die wir anheben wollen, wo wir mehr in unsere Kraft kommen wollen, die sich verbessern sollen, zuerst in den Blauen, also in den Räumen nach außen bringen, weil dann sehr, sehr oft auch das Gefühl und die Ziele mehr erreicht werden und dann langfristig auch die rote Linie nach innen kommt. Das ist die Raumanalyse und das solltest du ab und zu machen. Setz dich jetzt gleich hin, berichte uns davon im Kommentar zu diesem Raumtalk. Ich bin wahnsinnig neugierig, was du entdeckst. Und vielleicht hast du Freunde, die das auch interessieren wird. Erzähle ihnen davon, teile mit ihnen auch diesen Raumtalk. Ich freue mich, wenn ihr gemeinsam diese Analyse macht. Und wenn wir dann im Vision Board Plus Workshop gemeinsam überlegen, wie wir da herauskommen, wie wir die Räume vor noch all den anderen Dingen so gestalten, dass wir ganz leicht unsere Ziele erreichen, dass wir ganz einfach unser Rad des Lebens in Schwung bringen, rund machen, dass wir so richtig glücklich und erfolgreich sind. Das war der heutige Raumtalk. Wenn er dir gefallen hat, dann komm auf jeden Fall auf meine Website www.mariahusch.com. Dort findest du die Shownotes zu diesem Raumtalk und auch das Download. Außerdem kannst du dir dort gleich Tipps holen, wie du losstartest in deinen Räumen und komm in meine Community, denn dort bekommst du all meine Infos, alle neuen Raumtalks und wirst natürlich informiert, wenn es Neues gibt und dort erfährst du so manche Dinge, die ich nur mit meiner Community teile. Passend zum heutigen Raumtalk und dem Input natürlich auch mein Motto. Verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Mhm.